Was geht ab, jetzt Sirius hier? Willkommen zu weiterer Folge von Undertale. Das hier ist Carina. Winkst du oder so? Nein, ich werde jetzt nicht hier. Okay. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgebrannt. Apropos, ich habe letztens auch erfahren, dass ich den guten Run schon kaputt gemacht habe am Anfang. Ist ein bisschen schade, aber ich will trotzdem friedlich weiterkämpfen einfach. Also gar nicht kämpfen am besten. Genau. Los geht's! Wow. On guard. Andein greift an. Mein Herz war gerade grün. Mein Herz ist grün. Warum? Was ist ein grünes Herz? Was tut das? Andein. Wir flehen oder herausfordern, was meinst du, Carina? Wir flehen. Du erzählst Andein, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Aber du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Oh Gott, ich hab so ein Gerät gehabt, hast du gesehen? Was war das gerade? Okay. Ich glaube auch, gell? Aber nur manche wahrscheinlich. Du zählst an, deine ihre Angriffe wären zu einfach. Es ist ihr egal. Das ist Andein. Das ist Andein, ja. Ich hab hier blau. Kann das Teil hin und her bewegen, habe ich gesehen. Wie geht das genau? Ich glaube hoch runter. Ich muss hoch und runter drücken. Ja, ja, So, gell? Die sind rot geworden, hast du es gesehen? Zeig es nochmal her. Nicht schlecht. Gefällt dir das? Wird immer krasser. Okay, jetzt gucken wir es mal an. Wir haben ja gleich davor gespeichert. Okay. Das war wieder einfach. Okay, es wird immer schwerer jetzt gleich. Okay. Aber es wird noch bald richtig krass. Ihr werdet uns nicht weiterhin nehmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was geht hier ab? Riesigen Fels hebt sie. Du erzählst Andein, ihre Angriffe wären einfach zu einfach. Die Geschosse werden schneller. Das war nicht gut. Na, genug von Aufwärmen. Wow, okay, das geht nicht mehr. Ja, genug von Aufwärmen. Ah, Alter! Was? Oh Gott, das war ganz schön schwer. Du erzählst Andein, dass du dass du ein Freund sein möchtest. Sie erinnert sich an etwas. Okay, ich muss so lange durchhalten. Die Angriffe werden etwas zurückhaltender. Hey, du bist C. Boah, Sting Klein zum Ausweichen. Das geht langsam, gell? Du erzählst Andein, dass du nur ein Freund sein möchtest. Sie erinnert sich an etwas. Die Angriffe werden etwas zurückhaltender. Aber selbst wenn du mich besiegen könntest. Letzte? Egal. Andein stellt sich bedrohlich auf. Ach, ich bin rot, gell? Ach, Scheiße, es tut mir leid. Oh. Okay, nochmal. Gnade, fliehen. Geflohen. Wow! Hilfe! Du bist letzte Mal geflohen. Okay, das heißt, oh Gott, das ist ja super krank. Ich hätte nicht mehr kämpfen müssen, also Zeit nicht mehr, oder wie? Naja. Lächelt bedrohlich. Nee, geht ja nicht. Ich bin ja grün. Du erzählst Andein, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Verstehe ich. Was? Oh Gott. Okay. Wow. Das heißt, ich muss immer zeitlang fliehen und dann wieder laufen. Okay, das ist ja... Du bist cool, dankeschön. Jetzt doch mal. Okay, weiter. Okay, nächster Kampf.
Diesmal entkommst du mir nicht. Clean, du erzählst Undyne, dass du nicht kämpfen möchtest. Oh Gott. Das ist... Tut mir den Gefallen. Bitte. Bitte. Leute. Naja, aber nein, dankeschön. Undyne, genau, nicht kämpfen möchtest. Oh, 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 ah. Oh Gott. Die Pfeiltasten ist auch voll mies zu klicken, weil die ja nicht im Viereck aufgeteilt sind. Weil die sind ja nicht, was schon. Ich meine, wenn die beiden jetzt hier oben wären, wäre es für mich einfacher. Nichts passiert, okay. Ja, auch so weit, robust zu sein. Ah, wow! Ich wollte ausweichen, das Ding geht zu langsam. Ah, ich bin rot. Erstmal wieder fliehen. Okay. Wow! Oh, mein Baby. Warum ging es plötzlich nach rechts? Okay, gut zu wissen für nächstes Mal. Letztes Mal geflohen. Ich hoffe, ich muss es nicht allzu oft machen. Ich hab nichts dabei. Also ich muss jetzt so oft... hier drüben. Ich muss jetzt so oft machen, bis ich immer richtig gut werde. Nichts passiert. Verstehe ich. Oh Gott. Hier oben. An sich, das ist ja krass, du bist ein Mensch, der nicht so gute Reflexe hat. Was machst du dann? Ja, hier drüben. Oh Gott, das ist verwirrend. Auf den Nacken zeigt sie. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das glaube ich, kann ich nicht schaffen. Genau jetzt. Das auch noch. Oh Gott, das. Alles so schnell. Wie viele noch? Das war blöd. Die kam fast von beiden Seiten. Stream ist halt wirklich jetzt super langweilig, ich es auch mal probiere, das stimmt schon. Halt geil, wenn man den irgendwie ausweichen könnte. Dass man das lernen kann, nicht kämpfen zu müssen. So wie es bei den vorigen Dingern mal war. Digi! Das erste Mal, dass ich hier voll Energie noch hab.
Ihr Angriff werde das zurückhalten, ist die Irre. Das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Ich hatte volle Energie am Ende noch. Jetzt habe ich die Frage, ob ich bis zum Itemladen komme, ohne dass ich sterbe. Was ist ein schwerer Endgegner oder das? So, ey, kannst nicht gewinnen, unmöglich. Ja. Dann hat das Spiel gecrashed an der Stelle. Ich bin gerade salty, das muss man auch sein nach so einem Scheiß. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel schwer wird, habe ich gedacht. Aber nicht, dass das so ein... Gott, die SD war easy, gell? Es war einfach nur mit ihr reden. Warum? Warum hat die angegriffen? Das macht sie doch sonst nie. Komisch. Das Spiel merkt, dass sie zurücklaufen will und will das verhindern. Kommen die Gegner nach Zeit oder nach Laufen? Oh Gott. Halt. Was ist... Nee. Ich bin schneller so zurück, oder? Ja, halt, ich schaff's sogar. Diesmal... Ah, Gott, oh Gott. Okay, nochmal. Oh, super. Das war jetzt auch wirklich viel Glück, dass jetzt immer nur sie kam. Wo macht die eigentlich den Angriff seit neuem? Eigentlich macht sie den Hund hin und her, wenn man mit ihr redet. Oder war das mal nur Zufall bei mir? Scheinbar, ja. Es war echt Glück, dass keine starken Gegner kamen. Immer nur die schwache Tammy. Aber noch habe ich es nicht geschafft, glaube ich, gell? Kann hier noch Monster kommen? Okay. Egal. Heilt. Und ich gehe. Jetzt speichere ich nochmal. Und am besten wäre es ja, würde ich es irgendwie hinbekommen, kein Heil-Item einzusetzen, dahin zu kommen, oder? Denkst du, ich schaffe das? Wie war der Weg jetzt nochmal? Unter rechts. Rechts, gell? Unter rechts. Da gibt es einen Weg, Karina. Aber jetzt kommt das, jetzt kommt das Labyrinth. Ja, das ist der schlimmste Kampf. Säubern. Okay. Oh, komm schon, bitte. Okay. War richtig? Jetzt glaube ich hoch. Die machen mich fertig. Loslassen. Jetzt. Okay, ich nehm einen Krabapfel mit rein. Der Angriff ist unfair. Ausweichen und nicht bewegen und bewegen. Wie soll ich da ausweichen? Okay, ich mach nochmal weiter. Alter, ich dreh gleich durch. Nicht schwer, du hattest nur sehr viel Pech mit den Items. Scheinbar, ja. Das war total blöd, dass ich ohne Items angekommen bin. Aber andererseits ist das Spiel darauf aufgebaut, keine Items zu haben, weil ja die... Ihr wisst, was ich meine. Weil der Weg hier, der ist ja eisenhart. Ich wäre fast nicht zurückgekommen. Ich wollte schon sagen, es ist gar nicht möglich, bis dann lustigerweise zweimal die Tammy kam. Wann kommt da mal der erste Kampf? Da ist sie! Super! Einmal reden. Okay, sie macht den Angriff. Ich hoffe, sie so lange wie möglich ausweichen zu können. Komm her, Tammy.
Oh, krass. Man kann's schaffen. Und weg hier. Geil. Erster Kampf ohne Schaden. Jetzt geht's mal gut los. Mal vorhin waren es irgendwie 2 Temmis, glaube ich sogar, gell? Oder irgendwie so. Es war irgendwie super easy. Da hatte ich irgendwie total viel Glück einfach mal. Jetzt müsste eigentlich da oben der nächste Kampf kommen. Ne, kommt nicht. Hier kommt der nächste Kampf. Alter, habe ich Glück. Reden. Hallo. Oh Gott. Der Angriff ist so süß. Hä? So, waren hier die so weit? Okay, interessant. Ich mache auch für neue Dinge. Die hat dazugelernt. Okay. Sehr viel dazugelernt. Die ist sehr, sehr reif und groß. Bitte, 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 bitte. Ich glaube, hier kommen keine Gegner mehr. Ja, ja, ja. Wenn ich loslaufe ohne Speichern, das wäre schon verrückt gewesen von mir. Weil ich traue es mir zu, ganz ehrlich. Los! Okay. Dann bis dann, Carina. Achso, da du gehst. Das klang nach Gehen gerade so. Ja, ich würde es voll cool finden, wenn du gehst. So Spaß. Nein, bleib da. Nee, es ist alles gut, alles gut, alles super. Ich bin nur gerade fix und fertig mittlerweile. Tat, Andein, fliehen. Nicht schlecht. Wie gefällt dir das? Inwiefern soll es eine Frau sein? Ich sehe die überhaupt nicht als weiblich an. Das soll, ach so, das sollen ihre Haare sein. Aber lange Haare können ja auch Männer haben. Oh, 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 oh Gott. Irgendwann muss ich Dark Souls auch mal probieren. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich fange schon voll Schielen an. So. Ja, ich kann nicht mehr. Nein, ich will das schaffen. Ich bin doch kein... Das ist so ein sturer Mensch. Nur ein Feigling läuft weg. Das war jetzt echt knapp. Lauf, lauf, lauf. Beweg dich doch. Beweg deinen Hintern hoch mit dir. Okay. Diesmal kommst du mir nicht. Der Kampf geht danach noch so 3 Jahre weiter und ich lach mich weg, dass ich es nur versucht habe. Echt ohne Scheiß. Die wollten, dass ich es ohne Items probiere. So. Niemals. Schade. Da kommen 3 und nicht gedacht. Aber die Angriffe sind immer die gleichen. Also an sich muss man sich nur auswendig lernen. Ah, Carina, schmeckt die Cola? Kohlensäure ist so hart, gell? Erstens das und zweitens, ich trinke sie und dann spüre ich, wie mein Hirn wieder so aufwacht und so aufblüht. Und dann 5 Minuten später schrumpelt es wieder zu so einer Rosine zusammen. Krass, was das, was Cola bei dir alles so anrichtet. Genau, ich unter 10 bin. Immer Item rein einfach, oder? Ja. Und wenn du vorhin krasse Scheiße bist. Krasse Scheiß? Ja, die links rechts oben und dann macht ihr gar nicht so viel Schaden. Aber wenn ich Schaden ja nehme, bin ich ja gerade für 3 Sekunden noch. Oh, keine Ahnung. Jetzt würde ich nehmen. Nee. Ja, klar, klar. Vor allem werden etwas zurückhaltender, die Angriffe. Davon merke ich aber nicht viel. Ich glaube auch, Alter, mal Lacke, bei mir läuft aber. Es sind auch echt verflucht viele Angriffe hier. Okay, jetzt wieder nehmen. Einen Apfel. Yay, HP vollständig geheilt. Stirb endlich.
Hä? Keine Ahnung wo. Keine Ahnung, wo hier oben und unten ist. Ich peil ja gar nichts. Hä? Ich peil ja nichts. Das meinte ich. Wow, Alter. Jetzt brauchst du wieder einen Apfel. Der bringt die Kiste rein. Okay. 18. Okay, na, jetzt muss ich hier... Oh Gott. Hast du es mit Pfeilen gemeint? Fliehen, jetzt muss ich laufen, Alter. Lauf! Ring! Hey, was geht ab? Ich habe nachgedacht. Du, ich und Andein sollen mal zusammen abhängen. Ihr werdet bestimmt gute Freunde. Treffen wir uns später bei ihr zu Hause. Ja, wahrscheinlich. Vom wegen, das war der letzte Kampf. Geht's noch weiter? Hör auf, wegzurennen. Oh Gott, kleines Gör. Das ist ja super interessant, der Angriff. Fast. Das wäre der Treffer gewesen, gell? Ah, ich bin der Rot. Fliehen. Ich bin geflohen. Sans, Servus! Hey, da macht er nix! Warum? Nicht. Ein Wasserspender. Ja, und jetzt? Willst du laufen? Dankeschön! Für 10 Euro! Eine kleine Spende. Willst du laufen? Ich kann nicht laufen! Rüstung! So heiß! Aber ich darf nicht aufgeben! Ich hab den Schmilz gleich. Sie. Sie Schmilz. Der Kampf mit Items ist doch nicht schwer. Es ist ein Wasserspender. Ein Becher Wasser nehmen, ja? Ja. Du nimmst einen Becher mit Wasser. Bisschen Wasser. Anderen das Wasser geben, ja. Ist ein Fisch, kann das sein? Ich glaube auch, ja. Mehr Wasser. Ich kann nicht. Der grinst. Das soll weiblich sein. Schaut voll krass aus. Auch wenn muskulös und so. Richtige Kriegerin. Hä, nicht mal Danke sagen? Ja, merci dir. Ich hätte auch gehen können. Ja, wärst du aber böse. Hilfe. Ich will zurück zu Sans. Sans ist weg. Hat er gepennt? Was bist denn du für ein Tier? Dankeschön an Neox für 10 Euro. Kleine Spende für das Traumpaar. Eins Marcel, yay, endlich 5 Monate, dankeschön. Und Max hat sogar 10 Monate. Leute, nach endlichen Jahren von Spielen habe ich es gerade geschafft, hierher zu kommen. Ich mache noch ein bisschen weiter, da muss ich aber echt aufhören, weil ich hätte gerne noch einen Speicherpunkt, by the way. Oh, guck. Ich war durstig, also bin ich vom Wasserfall rüber hierher gekommen, um zu trinken. Vom Wasserfall ist er hier rüber gekommen, um zu trinken. Mit Gimmi mal was zu trinken. Du bist am Wasserfall gewesen. Am Waterfall, ja, voll blöd eigentlich. Okay. Trägst du das nur herum, oder um kultiviert auszusehen? Weil es nämlich nicht funktioniert. Och Mann, das ist komisch. Das Wasser verdampfte durch die Hitze. Der Becher ist ebenfalls verdampft. Alles klar. Wir speichern! Du bist erfüllt von der Entschlossenheit. Ah! Beenden wir diesen Part an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wie ich es beim Let's Play mache. Ob ich es ganz kurz hinschneide und so eine Rage-Compilation draus mache. Das war ja gerade übel. Leute, also für diejenigen, die auf YouTube sind, bei euch waren es, glaube ich, vielleicht 10 Minuten. Ich weiß es nicht, wie lang es war. Aber ich war echt am Struggeln, wie ein Blöder. Ich habe halt Glück gehabt, dass wir mit dem Zurücklaufen einfach... Ernst meinst du? Männer können auch lange Haare haben und dann jammerst du, weil Andein so durchtrainiert ist? Es tut mir leid. Ist alles nur Spaß. Also wenn es eine Frau ist, ich habe es echt gar nicht erkannt, man irgendwie so ein Fischmensch ist, ein bisschen schwierig, glaube ich. Also, auf YouTube wird es ziemlich zusammengeschnitten sein. Ich hoffe, das ist auch okay gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch ist. Das sind schon wieder 2 so große Wächter. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich spreche nochmal ab und ich gehe raus. Dann bis dann. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, CEO probiert in Undertale zu versagen. Warum läufst du hierher? Warum nicht? Du willst dich immer nochmal in die Kamera rein. Ja, natürlich. Ist doch meine natürliche Begebenheit hier. Ja, echt? Nein. Ich bin nur was trinken. Dann bis dann. Ciao, ciao. Juhu. Das reicht's aber.